Wenn ich an meinen Arm schaue, könnte ich denken, das Farbfernsehen ist vorbei und das Schwarz-Weiß-Fernsehen ist zurück. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die nicht so häufig anzutreffen ist, weil sie ganz neu ist und auch zukünftig nicht so häufig anzutreffen sein wird, weil sie eben sehr stark limitiert ist. Es handelt sich dabei um die Laco Edition 96. Laco hat im letzten Jahr begonnen, einen jährlichen Countdown herunterzuzählen auf ihr 100-jähriges Firmenjubiläum hin. Das wird immer Ende des Jahres mit einer besonderen Uhr getan. Letztes Jahr war es die Edition 95, limitiert auf 95 Stück. Dieses Jahr ist es die Edition 96, limitiert auf 96 Stück. Und im nächsten Jahr wird es die Edition 97 sein, dann 98, 99 bis hin zum Firmenjubiläum. Ich bin sehr froh, dass ich diese Uhr bekommen habe. Es handelt sich hierbei um eine Variante aus der Sportmodellserie mit dem Skorpion auf der Rückseite. Üblicherweise sind das sehr farbenfrohe Uhren von Laco. Die gibt es in Orange, in Blau, in Grün. Dann gibt es ganz viele Farbakzente, auch farbige Silikonbänder. Diese hier ist bewusst ganz anders gehalten. Das Gehäuse ist identisch. Auf der Rückseite ist auch der Skorpion zu sehen, aber das Ganze ist in Schwarz gehalten und monochrom ohne jegliche Farbakzente. Mir persönlich gefällt das sehr gut und verleiht der Uhr einen ganz besonderen eigenen Charme. Ja, man kann ja leider sehen, dass es aber sehr schwer ist, diese Uhr sauber zu putzen bzw. so zu putzen, dass man überhaupt nichts auf der Uhr sieht. Also seht es mir bitte nach, dass man hier den ein oder anderen Tapser auf der Uhr sehen wird. Das ließ sich leider nicht ganz vermeiden. 42 mm ist bei mir so knapp an der oberen Grenze der Wohlfühlskala. Schauen wir mal, wie die Uhr an meinem Arm aussieht. Das Band ist übrigens ein wasserabweisendes Vollrindslederband und damit auch zum Duschen und Schwimmen geeignet. Wie ihr sehen könnt, die Uhr passt gut, was auch zum Teil daran liegt, dass ich in der Corona-Zeit doch so manches an Gewicht zugelegt habe, sodass ich vielleicht 17,2, 17,3 am Arm habe und nicht mehr nur 17 cm. Aber auch mit 17 oder 16,9 wird die Uhr immer noch sehr gut aussehen. Wenn ihr in der Spiegelung übrigens hin und wieder einen roten Punkt seht, dann ist das das Kontrolllicht meiner Kamera. Das ließ sich leider nicht komplett vermeiden. Ja, ich finde die Uhr übrigens wirklich sehr bequem am Arm. Das Armband hier war deutlich zu lang, da gehe ich aber im Laufe des Videos noch genau drauf ein, denn hier hat Laco in meinen Augen einen wirklich tollen Service geliefert, was das Armband betrifft. Ihr könnt es hier sehen, ich musste ein separates Loch stechen, bin nicht ganz genau in der Mitte gelandet, sondern ein klein wenig aus der Mitte versetzt. Aber damit kann ich die Uhr extrem bequem tragen und sie sitzt gut an meinem Arm. Insofern war das vielleicht nicht nötig, aber für mich auch nicht wirklich ein Ärgernis, weil ich bei dem Ganzen sehr schnell Abhilfe schaffen konnte. Ja, wie sind denn jetzt die Maße der Uhr? Schauen wir die Uhr doch einmal genauer an und schauen uns die Maße an, die im Übrigen völlig identisch sind mit den Maßen der Sportserienmodelle von Laco. Der Durchmesser ist mit 42 mm absolut im Rahmen dessen, was die meisten von uns tragen können. Auf der Vorderseite haben wir ein entspiegeltes Saphirglas. Die Bauhöhe beträgt 13,4 mm und die Anstoßbreite beträgt 20 mm. Horn zu Horn haben wir 50,5 mm und das Band, das finde ich sehr angenehm, verjüngt sich von 20 mm auf 18 mm, sodass das relativ dicke Band auch unter dem Arm sehr angenehm zu tragen ist, denn das Lederband ist wirklich dick, es ist dreilagig genäht, sehr massiv
und hält mit Sicherheit auch eine ganze Menge aus. Ja, mit der neuen Kamera kann ich jetzt ein bisschen spielen. Wir können jetzt mit Fernbedienung ranzoomen. Das ist schon ganz witzig, sowas. Ja, das ist das monochrome Modell der Laco Sportserie. Die Lünette ist übrigens aus Keramik und ich finde sie relativ schmal, was dazu führt, dass das Ziffernblatt sehr groß wirkt, was sich bei mir insbesondere nachts sehr positiv bemerkbar macht, wenn man eine große Fläche zur Ablesung hat. Und das kommt mir sehr entgegen, denn ich kann die Zeit hervorragend ablesen, auch ohne Brille. Die Rückseite ist auf dem äußeren Radius auch graviert, kann man nicht so gut sehen. Schwarz in Schwarz. Die Seriennummer ist individuell eingraviert, also nicht nur limitiert auf, sondern die individuelle Seriennummer ist graviert, sodass man auch einen individuellen Boden hat. Finde ich wirklich sehr schön gemacht. Ach, schauen wir mal, ob wir nicht ein bisschen was noch davon wegbekommen, aber das ist echt nicht leicht. Das ist nicht hochglanzpoliert, das Schwarze, sondern es ist etwas matt. Und damit sieht man jeden Fingerabdruck, jeden Druck. Und das sieht man dann auf dem Video besonders gut. Insofern bitte ich da um Entschuldigung. Schauen wir uns doch mal die Uhr und das Band noch etwas genauer an. Bei dem Band handelt es sich um ein Rindslederband mit einer ebenfalls schwarzen Schließe, die Laco signiert ist. Mal gucken, ob ich das ein bisschen besser einfangen kann noch. Ja, also schwarz auf schwarz ist immer relativ schwierig einzufangen. Hier haben wir es, ja. Und wie gesagt, das Band ist sehr dick. Auf der äußeren Seite haben wir eine Art Textilstruktur. Insgesamt ist das Band gemäß der Angabe von Laco wasserabweisend und damit auch zum Duschen geeignet. Der Boden ist schwarz und ich mag es sehr gerne, dass er außenrum etwas runder ist. Damit liegt er sehr angenehm und weich auf dem Arm und auch die Gravur des Skorpions bzw. die Prägung des Skorpions hat keine scharfen Kanten, sodass sich die Uhr am Arm wirklich angenehm und weich trägt. Ich habe mich für die Uhr entschieden, weil ich neben meiner Seiko gerne noch eine schwarze Uhr bzw. eine schwarz-weiße Uhr haben wollte. Und die hier ist, was das betrifft, natürlich extrem konsequent, weil sogar die Leuchtmasse hart weiß ist und keinen gelblichen Farbton aufweist. Hier könnt ihr übrigens sehen, dass da auf dieser Kante die Lichtbrechung etwas eigenartig wirkt. Ich habe es mit dem Finger gefühlt. Die Kante ist wirklich gerade, da ist kein Verschliff drin und trotzdem bricht das Licht an dieser Kante etwas seltsam. Vielleicht kommt es vom Ablegen beim Trocknen, vielleicht ist die Beschichtung an der Stelle einen Müh dünner oder dicker. Ich kann es nicht genau sagen, aber diese Kante fällt auf, wenn man sie so wie ich es getan habe, ins Licht dreht. Wenn sie am Arm ist, sieht man es naturgemäß nicht, weil von der Armseite her fällt kein Licht gegen diese Kante, also kann auch diese Lichtbrechung nicht auftreten. Ich habe es auch nur bei diesem einen Horn gesehen. Alle anderen Hörner sehen perfekt aus. Ich, wie gesagt, kann es mir nicht erklären, mich stört es aber auch nicht, aber es ist was, was mir aufgefallen ist. Deswegen wollte ich euch das auch gerne zeigen. So, und jetzt zoomen wir nochmal rein. Die Krone ist übrigens auch mit 96 signiert und nicht nur mit Laco. Was mir persönlich ganz toll gefällt, das ist die Form der Lünette. Die nach außen abfallende Lünette von oben gesehen, sowie auch der Platz unterhalb der Lünette, sodass sich ein sehr gut greifbarer, freistehender Rand ergibt, mit dem man die Lünette sehr präzise drehen kann. Die Lünette ist übrigens ausgesprochen präzise gearbeitet, insbesondere auch die Zacken. Das hat schon Charakter und das ist sehr griffig, auch wenn ich sie unter einem langarmigen Hemd wahrscheinlich nicht anziehen wollte. Aber es ist ja auch eine Sportuhr und keine Anzugsuhr. Ich glaube, dass diese Lünette ein Manschettenkiller ist. Dafür ist sie umso griffiger und umso leichter zu verstellen. Die Lünette rastet auch extrem exakt, ist super ausgerichtet und hat kein Spiel.
das mir persönlich sehr gut gefällt. Auch, dass die Lünette aus Keramik ist. In diesem Fall mag ich es sehr gerne, weil es fantastisch in die Farbgestaltung der Uhr passt. Üblicherweise ziehe ich Alu-Lünetten eigentlich vor, weil die bei einer Beschädigung leichter zu ersetzen sind. Ich sprach schon über die Leuchtmasse. Wir haben hier zwei verschiedene Leuchtmassen auf der Uhr. Wir haben einmal die weiße Leuchtmasse auf dem Stundenzeiger sowie auf der Lünette außen herum und wir haben eine gräuliche Leuchtmasse, die bei den Stundenindizes sind. Die Ziffern selber sind nicht beleuchtet. Verwendet wurde die Leuchtmasse C1, die ist zwar nicht ganz so hell wie C3, dafür ist sie hart weiß und passt hervorragend in die monochrome Gestaltung der Uhr. Die gräulichen Leuchtmasse auf dem Minutenzeiger sowie den kleinen Indizes unterhalb der arabischen Ziffern ist ebenfalls leuchtend. Es ist eine Super Luminova Grau, ich glaube, die hat gar keine eigene Bezeichnung. Leuchtet auch nicht ganz so hell, aber für mich absolut ausreichend lange, sodass ich die Uhr wirklich die ganze Nacht hervorragend lesen konnte. Schauen wir doch mal, wie die Uhr sich tatsächlich im Nachtbild ergibt. Ich habe jetzt auch vergessen, übrigens hinter mir das blaue Licht auszumachen, sodass wir einen leichten blauen Schimmer haben, sodass die weißen Akzente und die weißen arabischen Ziffern auch ein klein wenig leuchten, aber das ist dem blauen Licht geschuldet und hat nichts mit nachleuchtender Leuchtmasse zu tun. Das Rot ist übrigens immer noch das Kontrolllicht meiner Kamera. Hier könnt ihr sehen, dass der Minutenzeiger ein bisschen dunkler ist als der Stundenzeiger, aber wie gesagt, für mich absolut ausreichend, extrem lange leuchtend, wenn ich die Uhr um 11:30, 12 mit meiner Taschenlampe kurz aktiviere, kann ich sie morgens um 4, 4:30, 5 immer noch ohne Brille problemlos ablesen. Was auch daran liegt, dass die Zeiger schön lang sind und auch eine ausreichende Breite haben, sodass auch genug Leuchtmasse insgesamt vorhanden ist, um leuchten zu können. Gefällt mir richtig gut und ist für mich wirklich sehr gut gelöst. Ich mag das, auch weil ich eben nachts nicht nach der Brille oder nach dem Lichtschalter tasten muss. Ja, ich hoffe, ich habe euch alles gesagt, was es zu der Uhr zu sagen gibt. Ach nein, eine Sache habe ich noch vergessen, weil da weiß ich, dass ihr in der Regel Wert drauf legt. Euch interessiert eigentlich häufig auch die Zeigerstellung und deswegen schauen wir die Uhr doch jetzt noch einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind und ob hier auch eine saubere Arbeit vorliegt oder eben nicht. Vorher drehen wir noch mal kurz die Lünette. Absolut perfekt, präzise, mit einem wunderschönen Druckpunkt und durch die Griffigkeit der Verzahnung lässt sich diese Lünette auch wirklich gut und leicht verstellen. Und wie gesagt, ich finde sie auch absolut perfekt ausgerichtet. Je nachdem, wie ich die Uhr drehe, wie der Winkel dann ist, verschiebt sich das ein bisschen. Bei der exakten Aufsicht ist die Lünette aber wirklich absolut perfekt ausgerichtet. Die Krone ist verschraubt. Ich werde euch auch das noch einmal zeigen. Auch hier hat Laco sehr sauber gearbeitet. Die Krone ist wirklich sehr sanft zu verschrauben, ohne größeres Spiel. Und jetzt schauen wir mal, wie die Zeiger gesetzt wurden. Dafür gehe ich auf die 12 Uhr Position. Hier müssten die Zeiger sich dann exakt überlappen. Und wir schauen mal, wie das aussieht. So, jetzt müssten wir das genau haben. Den Sekundenzeiger habe ich vielleicht nicht vollkommen richtig gestoppt. Aber ihr seht, dass Stunde und Minute wirklich perfekt zusammenpassen. Ich glaube, dass man sich hierüber nicht beschweren kann, dass diese Uhr wirklich perfekt ausgerichtet ist
Und auch das, was ich bei einer Uhr in dieser Preisklasse erwarten würde, denn die Uhr kostet immerhin 1290 Euro, verglichen mit den anderen Sportmodellen, die nur 930 Euro am Silikonband kosten, ist der Aufpreis schon nicht unerheblich und deshalb darf man hier auch gute Arbeit erwarten und ich für meinen Teil habe bei meiner Uhr auch wirklich gute Arbeit bekommen. Ich mag die Uhr sehr und freue mich ganz extrem, dass ich sie jetzt eine Woche am Arm habe, um mein One Week on the Wrist, eine Woche am Arm Video zu machen, was dann in geschätzt 10 Tagen oder 2 Wochen kommt. Mich würde sehr interessieren, was ihr von der Uhr haltet, wie ihr die Qualität empfindet, nach dem, was ich euch gezeigt habe. Oder vielleicht habt ihr selber eine und könnt einen persönlichen Eindruck sagen, wie ihr die Uhr findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und schreibt mir auch gerne rein, ob ihr Spaß daran hättet, diese Uhr eventuell mit meiner schwarzen Ninja Samurai von Seiko verglichen zu bekommen oder vielleicht auch mit einer farbigen Variante der Laco Sportmodelle. Falls euch das interessiert, schreibt es mir gerne rein. Ich habe zwar schon im Kopf, was ich machen möchte, aber vielleicht nehmt ihr ja noch Einfluss darauf. Bis dahin, tschüss, euer Axel.